bei eurem Outfitters in Sabti, da habe ich auch ein paar Dinge gekauft. Ich glaube, das wird einfach nur ein Haul-Video irgendwie, habe ich das Gefühl. Man sieht schon, woher das ist. Ich teste jetzt das gehypte Eco-Gel. Ich bin Protein-Pudding-süchtig? Nee. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich dachte mir einfach, ich nehme jetzt die Kamera. Es ist heute Montag und ich nehme euch einfach ein bisschen mit in dieser Woche. Ja. Wir fahren jetzt gleich zu Bösner. Es ist gleich 12:30. Ich habe mich jetzt umgezogen und dieses Kleid ist so, so schön. Das habe ich vor einem Jahr oder so bei Outfitters bestellt und es ist so schön. Das ist das hier. Ich weiß gar nicht, ob die das noch haben. Merlin? Was sagst du? Und für uns geht's jetzt zum Bösner, weil ich brauche mal Sachen und ich habe eh noch einen Gutschein. Wir sind jetzt wieder zurück vom Bösner und ich mache euch jetzt einen Mini-Mini-Haul. Also ich habe echt nicht viel gekauft. Ich hatte noch einen Gutschein, 10 Euro. Ich bin ja gerade dabei, dieses Bild zu malen und ich habe einen dünnen Pinsel gebraucht, weil den braucht man bei solchen Bildern. Deswegen habe ich es auch mit einem Holzstäbchen gemacht, was echt umständlich war. Und jetzt habe ich einen kleinen Pinsel gekauft. Weil das aber nicht genug Pinsel sind, habe ich mir nochmal so ein Set gekauft mit ein paar unterschiedlichen Größen. Letztes Mal habe ich mir die drei Farben mitgenommen. Einmal dieses Laubgrün, Titanweiß braucht man immer und Flieder. Das ist meine Lieblingsfarbe. Und dieses Mal habe ich mir nochmal zwei Farben mitgenommen. Einmal Indigo-Blau und Sandfarben. Und zu guter Letzt habe ich mir noch eine Leinwand mitgenommen. Ich habe vor, heute eine richtig, richtig geile Couscous-Bowl zu machen. Das habe ich auf TikTok gesehen und ich nehme euch natürlich mit. Ich bin jetzt auch schon fertig mit der Zubereitung. Das hier ist meine. Und das hier ist die von meiner Mom. Und von meinem Bruder und von meinem Dad gibt es diese Pizza. Ich gönne mir gerade noch meinen zweiten Kaffee und schaue währenddessen Teen Wolf an. Und ich hoffe einfach, mein Paket kommt jetzt dann bald. Es ist nämlich schon 14:30 oder so. Meine Mom und ich fahren jetzt zum Rossmann, weil ich will mir ein Serum holen, das ich bei TikTok gesehen habe. Und ich nehme euch natürlich mit, aber mit meinem Handy. Ja, deswegen ist die Qualität wahrscheinlich ein bisschen schlechter, aber das macht ja nichts. Ich gehe jetzt noch rüber zum Rossmann, wir waren gerade bei Kaufland. Ich bin gerade in der geilsten Abteilung. Genau das, was ich will, gibt es nicht mehr. Und jetzt hat es an der Tür geklingelt. Man sieht schon, woher das ist. Und wir packen das jetzt zusammen aus. Ich habe das überall auf TikTok gesehen. Und da ist das gute Stück. Es sieht so glibberig aus. Das ist das gute Eco-Gel. Für so Sleek Buns. So. Oh mein Gott, schaut mal. Ich freue mich. Ich werde morgen eine Frisur damit probieren. Ja. Und wer meine Videos anschaut, weiß, dass das auf meiner Wishlist stand. Und ich bin sehr happy. Es ist cool. Ich teste jetzt das gehypte Eco-Gel. Dafür habe ich einmal einen Kamm und diese Bürste. Eigentlich bräuchte man, glaube ich, so eine richtige Striegelbürste. Da muss ich aber erst eine holen. Seht ihr die Babyhaare? Oh mein Gott, okay, wir testen das jetzt. Ich gehe mit der Bürste ein bisschen hier. Oh mein Gott, geil. Also hier seht ihr noch die Babyhaare. Das ist jetzt der fertige Look. Ich glaube, man kriegt das 1000-mal besser hin. Aber fürs erste Mal ist es eigentlich ganz gut. Ich bin happy. Ich hab den Dutt mal aufgemacht. So sieht es als Zopf aus. Auch sehr schick. Ja, ich schau mal, wie es mir gefällt. Aber ich wollte es euch einfach nochmal als Zopf zeigen.
Ja, das ist jetzt der fertige Look. Ich habe noch ein bisschen Kajal hin, weil ich glaube, das matcht ganz gut. Und ich finde es sehr schön. Für den ersten Versuch ist das echt, echt gut geworden. Heute kommt ja das Halbfinale von GNTM. Das heißt einfach, in einer Woche ist GNTM-Finale. Wir machen jetzt Frühstück. Himbeeren und Erdbeeren sind geholt vom Keller. Aha. Jetzt war ich zum vierten Mal unten und habe die Früchte wieder runtergebracht. Jetzt wird gemixt. Ich bin Proteinpudding süchtig? Nee. Als nächstes kommt das hier und das hier rein. So, die Base ist schon fertig. Und sehr lecker. Last Step ist Mandelmus und dann Frühstück ready. Et voilà, lecker. Das lassen wir jetzt schmecken. Versuch Nummer 2 mit Rossmann. Ich bin jetzt 2 Tage später wieder da und ich hoffe, es gibt das Serum jetzt. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich habe mir einen Kaffee gemacht und es gab einfach dieses eine Serum schon wieder nicht. Ich war vor ein paar Tagen auch schon da. Da hatten die das nicht. Da haben die gesagt, ja, komm in ein paar Tagen nochmal. Dann war ich heute da und wieder nicht. Das geht gar nicht. Vielleicht fahren wir dann noch zu einem anderen Rossmann. Wir werden sehen. Mal schauen. Ist der Look cool oder ist er cool? Es ist jetzt mein Ringlicht angekommen. Ich suche jetzt mein Handy. Wo habe ich mein Handy hingelegt? Ich hasse das. Mein neues Ringlicht. Aber jetzt habe ich es endlich. Das war ein richtiger, richtiger Akt. Wir machen das jetzt mal auf. TikTok hat mich natürlich geinfluenced, wie immer, weil ich so eine schlimme Allergie habe. Diesen Augenroller gekauft. Dieser Roll-on-Booster-Zeugs soll die Augen ein bisschen beruhigen. Und ich habe mir noch Kaugummis geholt. Ich habe mich, wie man sieht, abgeschminkt und wir testen jetzt die neuen Produkte. Boah, es sieht so gut aus hier. Man soll ja mit der Pipette nicht ans Gesicht kommen. Boah, fühlt sich das gut an? Es fühlt sich so gut an. Falls ihr mal bei Rossmann sein solltet, nehmt euch das mit. Das ist geil. Auch eine richtig krasse Empfehlung von mir. Als nächstes das hier. Ich glaube, das da wird ein richtiger Life-Changer. Also es ist sehr geil. Und zu guter Letzt benutze ich am Abend Lash-Kokain. Ich glaube, das wird einfach nur ein Haul-Video irgendwie, habe ich das Gefühl. Wir waren gerade in München und ich würde sagen, ich habe ein paar Dinge eingekauft, die ich euch jetzt zeigen werde. Wir waren einmal im More Store in Schwabing. Da hatte ich einmal ein Synergy in Holunderblüte. Kann ich nur empfehlen. Dann haben wir hier schon Cookies aufgemacht, aber die schmecken... Natürlich ist das Fenster offen, egal. Die schmecken sehr gut. Sind schon ein paar weg. Protein-Wraps, ein Muss. Mein absolutes Lieblingsgewürz, Roasted Onion von More Nutrition. Einfach nur geil. Dann habe ich mir für einen Kaffee ein Chunky Flavor Salted Caramel gekauft. Ich muss mal dran riechen. Ich weiß nämlich gar nicht, wie das riecht. Riecht gut. Freue ich mich schon auszuprobieren. Aber bei mir sind jetzt voll viele Chunkies leer gegangen, leider. Dann haben wir 3 Soßen. Einmal Curry Ketchup. Süß-Sauer-Soße, ich liebe die. Und Mayo, weil ich liebe es, wenn man Mayo und Ketchup vermischt. Und ja, dann haben wir noch 4 Syrups,
zweimal Fratz Cola, einmal Pfirsich-Holunder-Eistee und einmal Cherry-Cola für meinen Bruder, weil der ist Cola-süchtig. Meine Mom hat sich bei Douglas diese Wimpern gekauft. Die habe ich überall auf TikTok gesehen. Das sind die Adele-Wimpern. Hat sie sich mitgenommen. Das hier war auf meiner Wishlist. Das ist so ein Body-Mist. Haar-Body-Mist von Brazilian Crush, glaube ich, heißt das. Ja, wer das Video angesehen hat, weiß, ich habe mir das gewünscht. Dann war ich noch bei Urban Outfitters und Subdued, da habe ich auch ein paar Dinge gekauft. Bei Subdued habe ich mir einmal das Top hier geholt. Das stand schon länger auf meiner Wishlist und ich finde das richtig schön. Freue ich mich sehr. Zweites Piece von Subdued habe ich einmal diese Hose. Das ist eine kurze Shorts. Macht gar keinen Sinn. Das ist diese hier, die habe ich auch schon in blau und ich finde die richtig schön. So sieht die von hinten aus. Ich kann noch mal ein Bild getragen einblenden. Das war es jetzt auch schon. Und ja.